kleinen Rundgang in dem Museum vom FC St. Pauli bekommen und gewisse Einblicke erhalten, einfach wie das damals war im Vergleich zu heute. War sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Ich glaube auch viele Jungs, die das noch nicht kannten. Ich kenne das ein wenig, jetzt aber auch kein Profi in dem Sinne. Und ich glaube, das war für uns ein echt cooler Eindruck, einfach mal zu sehen, wie der Fußball damals aussah. Vor allem hier beim FC St. Pauli, das war ja alles ein bisschen sehr einfach gehalten. Und da war das Finanzielle damals nicht so gut ausgeprägt, sage ich mal, die ganze Infrastruktur. Aber man hat gesehen, dass von Jahr zu Jahr gefühlt beim FC St. Pauli was entstanden ist und auch die Fankultur sich extrem weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, wo man einfach sagt, FC St. Pauli ist das, was es heute ist, aufgrund seines Werdegangs. Und das ist halt das, was jetzt tagtäglich oder jedes Wochenende im Millantor-Stadion passiert. Und das ist ein extrem schöner Eindruck und deswegen, ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Am spannendsten natürlich auch dieser kleine Einblick vom Stadion, wo man halt da drin sitzt, ist natürlich extrem prägend. Warum auch immer ist aber bei mir das Bild hängen geblieben, wo die Fans, glaube ich, außerhalb der Kabine mit offenem Fenster in die Dusche reingucken konnten, wo die Spieler nackt stehen und den Aufstieg feiern. Das ist für mich irgendwie etwas, wo ich sage, hat richtig Kult, finde ich lustig. Und hätte man, glaube ich, als Spieler auch kein Problem dabei, wenn man aufsteigt und die Fans halt dabei sind, meinetwegen.